So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind im letzten Part Leto begegnet, dem Antagonisten von Witcher 2. Und der steckt jetzt anscheinend in der Klemme. Das heißt, wir kämpfen jetzt... Au, wir kämpfen jetzt erstmals mit einem anderen Hexer. Was ist es denn? Effekt. Und Kampf eigentlich auch. So. An Letos Seite. Weil wir sind halt nette Hexer, die sich gegenseitig unterstützen. Indem wir unsere Rüstung und Waffen noch weiter schrotten. Und die Pferde spielen hier auch wie am Rad. So, was? Das waren schon alle? Ja. Haben wir einfach in der Sidequest... Verdammte Idioten. Sind wir einfach in der Sidequest begegnet. Das sind nur Späher. Sie wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt, wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Das würde ich viel Erfolg. Komm, wir gehen mit ihm. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Gut, Moment, erstmal ganz wichtig, Loot, Nägel, Kronen, Langschwerter. Bleib nicht dabei mir, Geralt. Ja, jetzt, Moment, chill doch. Fisch, Kronen und, wo liegt noch was? Da drüben. So, bin dieser bereit. Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Voltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirne. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden, haben geredet... Die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Ja. Eigentlich haben wir die Quest schon... Jetzt kommen wir schon wieder von der einen Quest direkt in die andere. Und haben die von Dolores nicht mal abgeschlossen. Gut, wir können hier erstmal... Na, mein versteckter Schatz. Wir können hier erstmal... Schön berichten, dass da ein paar Leichen im Hof liegen. Eigentlich will ich den Schatz. Na komm, wir folgen ihm erstmal. Komm, Digga. Wohin? Rechts? Schneller. Links? Links. Nochmal eine Markierung. Ey, scheiße. Es gibt zu viel. Aber was wir auch schon ewig nicht mehr hatten, war so ein Ort der Macht, wo wir den Fähigkeitenpunkt einfach so kriegen. Wir haben auch wieder eine Mühle. Das wäre natürlich auch juicy, mal wieder gratis Fähigkeitenpunkte zu bekommen. Alter, wo ist denn Louis? Jetzt nach da? Ging das nicht schneller? Wo sind wir denn? Wir sind jetzt von da nach da oben. Jetzt reiten wir wieder zurück. Super. Ja, wir scheinen da zu sein. Hi. Seid ihr böse? Nee. Noch nicht. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Hi, ich bin, das geht dich nichts an. Jemand, der weiß, dass du... Sollen wir gleich Bad Cop sein? Nein, wir stellen uns höflich vor. Geralt von Riva, Hexer. Höfliche Gepflogenheiten. Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Okay, er ist der Bad Cop. Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mhm. Mit deiner Hilfe.
Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Ha! 3 in 5 Minuten. Vorsicht, Männer! Das sind wow. Fixer! Okay. Super easy. Was? Hä? Was war das denn gerade? Der hat gerade irgendwas Komisches gemacht. Weil gleich nochmal Igni hier. Oh, ich liebe Igni. Oh, ich will blocken. Kann man blocken? Ne, wir können ausweichen. So, warte, wir... Oh, er ist schon tot. Ups. Aber waren wir zu schnell. Leg ruhig oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Oh, jetzt kriegt er vor uns. Also auch ein Lügner. Irgendwie glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Leto, du musst mir vergeben. Das war nichts Persönliches. Ja. Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Das heißt aber nicht, dass er verzeiht, oder? Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Oder noch besser. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Cool. Na, Louis. Das Hühnerbein nehmen wir mit. Tut mir leid. Verdammt! Oh, wein jetzt nicht. So. Guck mal, du hast weniger Mäuler zu stopfen, siehst du. Ah ne, ihr habt hier schon jemanden überfallen, ne? Evelutze? Was war denn das für ein Alk? Ich meine, hier, guck mal, sind schon Leichen. Ja, Salpeter, Skellige, irgendwas. Oh, ein Meisterschwert, das eh wieder schwächer ist. Hui. Ja, wir brennen mal wieder. Alkohol lässt... Halt die Klappe. So. Oh, das war noch ein schönes Reparaturset oder so. Verdammt! Halt die Klappe! So, jetzt... Hä, wir können 90 Gewicht tragen? Seit wann? Al-Ghul absolut. Nice. Nach Norden müssen wir jetzt. Und irgendwie wird die Quest nicht angezeigt. Wir haben doch jetzt eine... Nebenquest, genau. Spieler, Geister der... Ah, Geister der Vergangenheit. Hier. So, Leto, bin bereit. Lass uns in den Sonnenaufgang oder Untergang reiten. Ich muss einfach jedes Mal die Scheißwaffen anschauen. Es tut so weh, Mann. Gut, lass uns gehen. Bevor ich hier noch mehr trauer. Fahr vor allem. Reite ich automatisch? Aus Medina, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er ich will jetzt automatisch hat, laufen. Nicht seine bevorzugte Methode, Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. Nein, so Geralt! So werden unsäumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Halte die Augen offen. Okay, wir sind da. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Ja, im Gegensatz zu uns, der hier in jede Falle läuft. Moment, Lindenthal ist doch da, genau, wo wir die Quest angenommen haben. Das heißt, hier ist auch noch irgendwo Dolores, der wir auch kurz Bericht erstatten können. Die war doch hier irgendwo, oder? Eigentlich. Wo ist er denn? Bauer. Hör doch auf, hier zu labern, ihr Tratschweiber, Mann. Puppe, Wasserflasche, Mädchen. Oh, hallo. Torfstecher gesucht, Leingarten. So, alles genommen.
Nicht erkundete Orte. Nice. Jetzt, wo ist Dolores? Power. Angel. Ach, jetzt komm. Wo ist die Olle? Bäuerin. Da! Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Alles easy. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet... Shit, da gab's doch eine Truhe, wo wir was... Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Mit meinem Schatz? Ach doch, das war das mit den 100 Dingen. Eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Okay. So, jetzt gib uns noch die 25 Erfahrungspunkte. Wow, wie großzügig. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne... Komm, scheiß Smalltalk. Plötze, braucht den Sattel nicht mehr. Weg. Was haben wir denn noch? Scheiß, die Waffen kann man nicht verkaufen. Das, was ich am meisten verkaufen wollte. Lebe wohl. Leb wohl. Dann müssen wir zum Rüstungs- und Waffenhändler. So, wo ist Leto? Irgendwo da. Genau da. Ich habe meine Kleinen gestern zum Schönen da. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Warte, warte, bevor du hier jetzt irgendwann anquatscht. Verlässliche Waffen. Komm. Quatsch nicht, zeig mir deine Waren. Zeig mir da. So, der ganze Scheiß hier. Es sind zwar nicht viel Gold, aber immerhin ein bisschen was, was für uns rausspringt. Was hast du hier? Zusatzinformationen. Naja, es ist ein Ausrufezeichen dran, also ist es vielleicht wichtig. Ansonsten Schematas. Schema, Langschwert, Nilf. Steht halt nicht dran, auf welches Level die Schemata ausgelegt sind. Das ist das Problem daran. Und die scheiß Bücher will ich eigentlich verkaufen. Ah. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Auf geht's. Oh, wir sind schon da. Alter, hast du ein Schweinchengesicht? Was ist denn der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Alles andere looten wir. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Oh. Bleib hier und misch dich nicht ein, egal was passiert. Hey, Mann. Gut, halt dir die Ohren zu. Mies. Aber doch nicht den Waffenschmied. Der war cool. Was war das für eine Explosion? Vielleicht eiskalt. Ein Blitz oder sowas. Ruhe, alle miteinander! Warte, dich kennen wir vom Aussehen her. Du bist doch der den Faustkampf hier veranstaltet hat. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja. Wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnaud Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Ah. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt.
Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Naja, das war schon gefährlich, ne? Steckt einfach im Fall drin, es juckt ihn nicht. So, dürfen wir jetzt zugucken? Ah, super. Was? Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Was? Die haben ihn... What the fuck? Leto wollte, dass wir uns nicht einmischen, aber... Der ist jetzt wirklich gegen die paar Banditen hier gestorben? Will er mich verarschen? Warum wackelt seine... Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Was zur Hölle?